In diesem Video zeige ich dir meine Meinung zum Q von Dolce & Gabbana und ob er sich zu kaufen lohnt. Zum Flakon und Sprayer lässt sich ja sagen, dass er doch sehr, sehr identisch zu seinem Gegenstück, und zwar K oder King von Dolce & Gabbana ist. Ich habe den Duft ja in den letzten Tagen ausgiebiger für dich getestet und als ich den das erste Mal aufgesprüht habe, fand ich den ja überraschend gut. Ich nehme hier eine zitrische Note wahr, die sich auch mit blumigen Akkorden mischt. Und der Duft hat mich irgendwie direkt erinnert an so eine Waschmittelnote. Ich finde, das kommt auch ein bisschen in diese Richtung, ja, wie diese Jean Paul Gaultier Breit Kollektion oder Breit Edition. Vielleicht gemischt mit dem Blue Light von Dolce & Gabbana. Ja, wie verläuft der Duft? Also tatsächlich entwickelt er sich in meiner Nase zu einer mehr synthetischeren Plastiknote, die auch ein bisschen sich mischt mit blumigen und cremigen Akkorden. Ich denke mal, das ist bedingt durch den Moschus, der hier auch in der Basis enthalten ist. Die Kirsche, die nehme ich hier generell, also ich habe den ja auch in den letzten Tagen öfter getragen, die nehme ich so gut wie gar nicht oder nur ganz, ganz minimal wahr. Also wer sich hier jetzt auf einen Kirschduft gefreut hat, der ja sollte davon vielleicht ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben. Außerdem finde ich, er wird immer körpernah und er ist auch sehr zart. Also es ist wirklich ein sehr, ja, cremig, blumig, Plastiknoten-Vibe, zarter Duft. Wer sowas mag, für den könnte das hier sehr interessant sein. Ich persönlich habe ein bisschen Schwierigkeiten, ja, diesen Duft einzuordnen, denn ja, er ist nicht so ganz zitrisch, er ist nicht so ganz blumig, er kann viel, er kann aber auch nicht alles. Also ich finde das ganz schwer zu sagen, was möchte der Duft oder wohin möchte der Duft. Hast du den Q von Dolce & Gabbana bereits schon mal testen können? Wie sind da deine Eindrücke? Schreib das jetzt unbedingt mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Zur Haltbarkeit kann ich sagen, er ist okay. Er ist gerade noch so im Rahmen, dass es zwischen okay und gut ist. Er ist schon lange riechbar, auch wenn man ja sehr, sehr nah an diesen Duft rangehen muss. Er ist doch ein paar Stunden da. Und am nächsten Tag habe ich, wenn ich den abends aufgesprüht habe auf eine Klamotte, habe ich den am nächsten Tag noch so, ja, minimalst wahrgenommen. Also die Haltbarkeit ist okay, aber er ist jetzt nicht der Burner. Wann würde ich diesen Duft tragen? Generell würde ich sagen, der ist gut für die wärmere Jahreszeit, also im Sommer oder halt auch noch im Frühling. Und ich kann mir den Duft tatsächlich auch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel draußen unterwegs seid und eure Haut ist schon so ein bisschen angebräunt von der Sonne und auch schon ein bisschen aufgewärmt, und dann kann ich mir vorstellen, dass der Duft wirklich doch eine ganz, ganz angenehme Wendung nimmt. Da der Duft ja relativ neu draußen ist, habe ich aktuell ein Angebot gefunden von 108 Euro für 100 Milliliter. Hierzu lässt sich sagen, dass ich finde, die Preis-Leistung ist doch etwas hoch, dafür, dass der Duft eben einfach nicht so lange haltbar ist oder wirklich nur noch am Ende minimal zu riechen ist nach ein paar Stunden. Und auch, dass der sehr körpernah ist und nicht so diese Jahr springt, die man eigentlich gerne vielleicht hätte. In dem Zusammenhang kann ich auch sagen, tatsächlich erinnert der Duft mich doch ein bisschen mehr an Eau de Toilette, und ich hätte nicht gedacht, dass es ein Eau de Parfum ist, was so diese Haltbarkeit und Sillage anbelangt. Der Duft selber ist in meiner Nase ja sehr zart und naja, okay. Also es ist jetzt weder das eine noch das andere. Er ist gefällig und er ist bestimmt auch sommertauglich. Allerdings denke ich auch, was hier die Leistung anbelangt, gibt es doch bessere Düfte oder bessere Alternativen. Wenn ihr zum Beispiel mehr diese Waschmittelnote haben möchtet, dann würde ich euch von Jean Paul Gaultier tatsächlich diese Breit Collection oder Breit Edition empfehlen. Oder aber, wenn ihr diese zitrische Richtung mögt, dann doch lieber das Dolce & Gabbana Light Blue. Und wenn du sehen möchtest, was wir zu dem neuen Montal Odyssee sagen, dann schau dir unbedingt mal dieses Video an. Bis gleich!